Hallo, meine lieben Freunde, und grüßt euch und willkommen zurück zu Let's Play The Fisherman auf der PS5 in 4K. Zumindest nimmt es im 4K auf. Ich bin der Hafenkönig Dämlich und das ist Part 65. Ich bin hier mal aufs Boot gesprungen und bin hier mal ein bisschen abgefahren. Hier hinten, man sieht es nicht so richtig, sind aber Wasserpflanzen. Und ich dachte mir, Mensch, da könnte ich doch mal hinhauen. Zwei Ruten kann ich ja hier hinten reinstecken. Deswegen werde ich das jetzt mal probieren. Also mal gucken, was wir hier überhaupt alles so fangen. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, Leute. Also ich bin gespannt. Ich habe jetzt hier mal die Grießkugel, die handelsübliche, hier reingetan. Die wollte ich hier irgendwo platzieren, weil hier ziemlich viel Kraut in der Ecke ist. Aber das ist natürlich nicht sehr weit, gell? Aber ich würde es trotzdem mal so machen. Genau. Da springen sie doch auch schon, die Kollegen. Und hier ist es auch. Ja, es ist auch recht tief. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, beißt ihr überhaupt was oder nicht. Das werden wir natürlich erstmal noch sehen, ob hier überhaupt was beißt. So, abgelegt. Wo haben wir denn? Oh, Leute, es ist schon was dran. Oder? Ich glaube, oder war das jetzt, hat das jetzt nur gewackelt, weil ich auf Boot rumgetrampelt bin? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie auf Boot hier überhaupt geangelt. Und das Piepen, was ihr hört, ist hier der Sonar. Damit kenne ich mich aber auch nicht wirklich aus. Ich bin auch kein Sonar-Angler. Privat jetzt zumindest nicht. So, dann nehme ich noch unsere Phoenix. Gute alte Pose. Da würde ich ja gerne nochmal versuchen, eine Schleindame oder irgendwas zu überlisten. Ich weiß nicht, wo die sind. Der Fluss geht nach unten. Deswegen dachte ich, ich schmeiß einfach mal hier die Sehne hin. Aber ich glaube, es ist wirklich was dran, oder? Ja, Leute. Da ist wirklich was dran. Ich wär blöde. So. Muss ich das Ding auch mal noch ablegen? Kann ich das jetzt überhaupt hier ablegen? Ich weiß es nicht. Ich tausche es mal aus. Hör! Tatsache, du. Da hat sich was gemeldet. Was ist das denn? Auf die Grießkugel. Oh, ein kleiner Schuppi. Naja, immerhin was, würde ich sagen, oder? Cool. So funktioniert das also. Was ich noch nicht weiß. Ah, jetzt packt er die Angel wieder weg. Hm? Warum hat er die Angel jetzt weggepackt? Leere Hände. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Kein Köder ausgerüstet. Ich hatte doch Grießkugel dran. Habe ich doch noch welche? Ich hatte extra noch mal welche gekauft. Wo sind. Hä? Nein! Wo sind denn die Grießkugeln hin? Hm. Haben wir ja schon Müll eingesammelt und das, die hat es nicht ins Inventar getan. Das kann natürlich sein. Da muss ich mal schnell schauen. Was können wir denn da mal entsorgen? Weil nach Hause schicken kann ich ja nichts. Ich kann, glaube ich, nur Sachen wegwerfen, ja. Ah, das ist blöd. Das ist blöd. Aber das war der beste Köder auf Barbe, Karpfen und alles Mögliche. Das Futter wollte ich auch nicht weghauen hier. Blöde Sache, Leute. Was mache ich denn da? Den Zweierhaken will ich jetzt auch nicht irgendwie. Hier wollte ich den Fieder mal noch dran machen. Tja, blöde Sache. Ich werde mal das Blei weghauen hier. Das 75 Gramm ist, glaube ich, eh zu leicht. So, jetzt liegt Blei im Wasser. Das ist keine gute Sache, Leute. So, jetzt habe ich ja wieder eins frei, genau. Dann gehen wir jetzt mal in den Laden. So, und kaufen uns einfach noch ein bisschen was. Oh. Sind doch hier irgendwo die Grießkugeln, die guten. Da sind sie. 50 Stück. Ja. Ab in den Rucksack damit. So wollte ich das doch. Da war sie doch auch schon. So, ran damit.
Dann könnten wir uns natürlich noch unser Futter mischen hier. Ich weiß nicht wie viel. Ja, ist ja noch etliches drin, also. Keine Ahnung. 200, da haben wir ein bisschen was. Ich denke, das ist in Ordnung. So, sehr schön. Mischen wir das Zeug. Wir haben zwar keine Zusatzlockstoffe, aber das ist erstmal egal. Okay. Sehr schön. Oh ne, ich wollte das doch noch da dran schmeißen. Das können wir gleich noch machen. So, wo haben wir das Zeug denn? Das war mal ein Sinn, hier ist es. So, zack rein, ja. Jetzt muss doch der dicke Karpfen Johnny rangehen. Ich meine, die Posenrute, die kann ich eigentlich auch in der Hand halten. So, nochmal hier hingehauen, da waren wir ungefähr zumindest. Ha, bisschen weiter. Und es ging ja wirklich recht fix. Recht fix waren sie an der Route dran. Da ist schon einer dran. Leute, ich habe das Ding gerade erst reingeworfen. Ich habe mich gerade schon wieder gewundert. Oh, eine Nase. Neuer persönlicher Rekord, Leute. Ja, immerhin fast 30 cm. Ich weiß nicht, wie groß die Burschen hier wären, aber eine schöne, kleine, freche Nase. Dann behalten wir dich mal, wenn du so schnell rangehst. Dann scheint es geschmeckt zu haben. Aber Schleie bleibt noch aus. Aber man sieht es von hier gar nicht. Hier war, ich glaube hier so, es sind überall Wasserpflanzen. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre es hier eine gute Sache, einfach mal mit dem Boot stehen zu bleiben. Aber ich glaube, das Boot treibt leicht, oder? Ja. Oh, da muss ich mal einen Anker hauen. Da muss ich wirklich mal einen Anker reinhauen. So, vielleicht ja hier. Oh ja, guck mal, da ist eine coole. Eine coole Kuhle. Wie für uns gemacht. So, dann hole ich auch die Posenrute nochmal rein. Ich kann natürlich auch universell meinen Tauwurm dran schmeißen. Da vielleicht einer rangeht hier. Achso, aber erstmal wollte ich. Anker ist geworfen. So, einmal frei. Da haben wir das Ding erstmal runtergelassen. Und es sieht so aus, als wäre da was schon wieder an der Grundroute dran. Da spielt doch einer. Mit Sicherheit. So, und der Part sollte auch für euch im 4K verfügbar sein. Die PlayStation 5 skaliert es halt irgendwie hoch. Bin ich auch sehr froh drum. Und der Sound sollte für euch auch noch viel besser sein. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß es aber nicht genau. Aber jetzt, der Tauwurm bringt es ja jetzt schon. Ja, es sind auch ganz andere Vibrationen. Es sind die normalen Vibrationen, die man kennt vom Controller her, von der PS4 auch, aber der PS5-Controller macht das ja so ein bisschen anders, diese ganzen Vibrationen. Also wenn ihr noch keine PS5 habt, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und eigentlich auch auf die ganze Maschine. Also ich habe es jetzt ja ein paar Wochen im Betrieb und ist ein schönes Gerät und ich denke, dass jeder, der sich einen holt, damit zufrieden sein wird. Die Lieferengpässe sind natürlich, naja,
Ich sag mal, ich habe 5 Wochen drauf gewartet und es gibt viele, viele, viele Leute, die warten immer noch drauf und ich finde es halt echt krank. Auch von gewissen Online-Shops finde ich es richtig schlimm. Muss ich ehrlich sagen. Eigentlich teilweise sogar schon ein bisschen lächerlich, dass die Kunden da auch nicht ordentlich informiert werden. War bei mir ja auch so über Saturn. Also Saturn und Mediamarkt, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich zumindest unter aller Kanone. Kann sein, bei den einen oder anderen hat es geklappt, aber es geht jetzt nicht einfach nur um die Verzögerung der Bestellung. Es geht mir für mich einfach persönlich um diesen Kundenbetreuung, Kundenservice. Da haben sie für mich halt einfach versagt in dem Punkt. So, was ist denn jetzt hier los? Es beißt die ganze Zeit an der Pose. Und da ist ja eigentlich auch nur der kleine Haken. Ja, ist jetzt kein Riesenhaken zumindest dran. Den sollten sie doch eigentlich in ihr Mäulchen bekommen. Aber irgendwie. Und die Barsche, die holen sich auch locker und fluffig noch einen anderen. Ich werde hier gleich mal an die andere Route gehen. Ach, die kann ich doch hier ablegen. Ich habe es jetzt einfach nur mal so probiert zum. Cool, ne, dann geht das doch. Ja, das ist ja geil, da könnte ich ja sogar theoretisch noch die Spinnangel nehmen. Aber doch nichts dran, das sah für mich eigentlich gerade so aus. Ich hau mal hier vorne zu dem Ast. Fräulein Barbe hätte ich ja schon gerne mal ordentlich beangelt hier. Die Zeit ist jetzt top, wird jetzt auch bald top. So, ganz schön schwierig hier überhaupt mal ordentlich auszuwerfen. Aber das sieht gut aus. So, Pose ist natürlich schwierig. Lass ich die nochmal hier runter treiben. Macht der eh alles von alleine. Ui! Uiuiuiui. Da empfiehlt sich aber jemand. Für die Grundrute ist da jetzt. Das hört sich schon stark danach an, oder? An der Pose aber. An der Pose aber auch. Schöner Spot hier, gefällt mir bisher ganz gut. Sind zwar jetzt noch keine großen Erfolge in den paar Minütchen, wo wir hier sind, aber wir probieren ja auch erstmal. Auf den Sonar, das nervt schon so ein bisschen, hä? Das Gepiepse. Wenn da unten die dicken Udos vorbeischwimmen. Der U-Boote vom Lacroix. Lacrosse oder wie auch immer das Flüsschen hier ausgesprochen wird oder der See. Ja, na komm schon, zieh ab. Ah, will nicht. Will nicht, will nicht. Jetzt, jetzt. Komm schon, ja! Ah, das ist was Kleines. Okay, alles klar. Nein, jetzt geht es auch gleichzeitig an der Grundroute los. Ist natürlich was Kleines hier. Was haben wir denn da? Oh! Jawohl, Leute, das ist der größte hier gefangene Flussbarsch. Haben wir endlich mal die 30 cm geknackt und dann kommt er auch gleich in den Trophäenbereich. Schön hochbucklig, der Bursche. Oh, rückt euch mal den. Oh, der hat aber schöne Streifen. Ah, oh, herrlich. Sehr schön. Hatte ich behalte ich natürlich. So, was ist denn jetzt mit der Grundrute? Die piept immer mal. Ich hole die lieber mal raus. Aber theoretisch sollte sich ein Schleier den Taubwurm auch schmecken lassen. Also rein von der Sache her. So, abgelegt. Ja. So, zeige ich mal das Zeugnis. Ne, ist ein Stron.
Aber gepiepset hat es ein paar Mal. Also gekostet haben sie auf jeden Fall mal. Ich hau jetzt mal hier zu dem Stamm. Ich glaube, da irgendwo sollten die Wasserpflanzen anfangen. Ja, perfekt. Perfekto. So hoch und zack und rein, bitte. Genau. Dann könnte ich jetzt hier. Theoretisch ist das ja wie mein Rutenständer. Dann hätte ich das gewusst, meine lieben Damen und Herren, dann hätte ich gut und gerne auch mal die Rute hier noch rausschmeißen können. Und hätte das auch schon öfters mal gemacht. Aber irgendwie wusste ich nicht, dass mein Boot. Warum habt ihr mir das denn nicht in die Kommis geschrieben? Ihr alten Lumiche. Weil dann hätte ich das schon öfters mal machen können. Aber dann haben wir auch noch eine coole Sache, die wir auf anderen Gewässern nochmal durchziehen können. So, hier mal der Narrow Spoon dran. Mal schauen. Der hier vielleicht nochmal den ein oder anderen Hecht fängt. Würde mich ja freuen. Cool, das ist ja jetzt auch hier praktisch allround vom Boot. Oh, das gefällt mir. Und die Barsche, wenn das immer nur die Barsche sind, die spielen ganz schön rum an der Posenrute. Wahnsinn. Ah, ich hatte doch auf schnell. Uiuiuiuiuiui. Na komm mal her, meine Gute. So, wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Jemanden Kleines? Ja, neuer persönlicher Rekord von der Nase. Fast 30. Viel fehlt nicht mehr. Vorhin, die war aber auch schon fast die 30. Ja, die stehen wirklich hier am Kraut. Und das ist doch schön. Sehr schön, weil da beißen sie und da werde ich natürlich dann auch bleiben. Gerade jetzt in der wunderschönen Zeit. Ja, bei der Pose dauert es wieder sehr lange. Was haben wir denn hier noch? Ich habe ja noch die Guerilla-Käst mit. Mit einem irrwitzig großen, aber hier mit unserem Casting-Spoon, Mensch. Ein schöner Hecht. Wäre nicht schlecht. Ah, der war natürlich. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Ich wollte mich beeilen, um die Posenrute ein bisschen im Blick zu behalten. So. Jetzt gucken wir noch mal. Ob der Kollege Hecht sich hier hinten dran hängt. Schleppangeln könnte man theoretisch auch machen, aber mir ist es so irgendwie ein bisschen lieber, weil ich da meine Posenruten noch rausschmeißen kann. Das ist wirklich Allround-Angeln hier. Geil. Aber jetzt zieht ja ganz schön dichter Nebel auf. 19 Uhr, beste Bisszeit, glaube ich. Ja, das hat er sich schon mal nicht blicken lassen. Das könnte man dann noch mal in die Pose dran schmeißen. Ja, jetzt steht da, es war zu früh. Der hat ja 3000 Jahre nicht angebissen, der Fisch.
Ich könnte natürlich mal. Ja, Meter ist aber okay. Meter ist okay. Ich werfe mal noch mal ein bisschen näher vors Ufer. So, und ich habe mir ja auch eine neue Allround-Route gegönnt, persönlich. Eine schöne 50 bis 150 Gramm. So, jetzt aber hingemacht. Ach nee, das war nur ein Mini-Bisschen. Ich dachte, der würde schon hängen. Der würde schon hängen, dachte ich. Oh, Leute, jetzt muss ich aber rangehen und zack. Ja, wieder nur. Oh, das ist was ganz Kleines. Das ist was noch Kleineres, noch kleinerer Flussbarsch. 5 cm kleiner, der Junge. Wir können ja noch mal. Ich muss mal ein Stückchen zurückfahren, Leute. Es tut mir leid, aber. Das muss ich erstmal machen hier, wa? So, zieh mal an den Jo Olaf hier. Ein Stückchen zurücksetzen. Sonst treiben wir mir hier zu weit runter. So. Anker rein, die Bude ausgemacht. So. Warum ist keine Schleie hier? Warum keine Schleie? Ich mache jetzt mal den normalen Regenwurm dran. Kann man nämlich auch noch einige Arten mithaschen. Ich meine, die Barsche kriege ich ja hier mit locker raus, auch die großen Exemplare. Aber wie geil wäre das denn jetzt mal einen schönen 40er oder so zu fangen? So. Wo haben wir denn? Da ist er. Da würde ich sagen, da bleibe ich einfach dabei, weil ich das echt gut bewertet. Ich werfe mal hier Richtung Strauch. Drei Meter. Sandiger Boden, so wie es aussah. Also nicht gerade die schlechtesten Voraussetzungen, um was Schönes zu fangen. Ja, irgendwie kommt man immer wieder in diesen Bootsfahrmodus, deswegen hebe ich hier den Anker immer mal wieder hoch und runter. Was nehmen wir denn? Oh, da ist was an der Pose. Jawohl. Wieder nur ein kleiner Bursche. Was ist das? Ah, ein Rotauge. Ein Rotauge. Ein wunderschönes noch dazu. Jetzt schimmerte die Sonne irgendwie so leicht durch. Oh, das sieht schön aus. Ja, wir steigen bald wieder auf. Cool. Mal gucken, was es da Neues gibt. Ein Rotauge, also. Ideal Standardbecken. Ich könnte mich natürlich auch mit einem Arsch vom Boot dahinstellen, da müsste ich nicht immer so blöd hier rüber mich drehen. Aber dies passt schon. Neuer Köder. Es wird ja bald dunkel. Hat nicht funktioniert, hat nicht funktioniert.
probieren wir unseren Jerkbait nochmal. Der hat uns ja schon Erfolge gebracht. Aber wie gesagt, das große Los haben wir noch nicht gehabt hier in dem Gewässer. Was ein bisschen schade ist, weil es gibt echt viele geile Arten. Deswegen ist es wirklich einfach nur schade, wenn man nicht das große Los hat. Aber, weiß nicht, es kann auch werden. Und eure Kommentare und Tipps, Dankeschön auf jeden Fall an alle, die mir schreiben, an den Sven, den NVA Hauser, für die Kommis, da freue ich mich natürlich sehr. Aber jetzt erstmal hier geguckt, ob nicht, ach, das sinkt halt sehr langsam hier. Ob nicht irgendwas Schönes sich hier einstellt. Irgend Schönes stelle ich ein. An der Pose wimmelt es die ganze Zeit wieder. Und Sonar spielt verrückt. Alle sind zur großen Party gekommen. Jeder Fisch ist da. Nur nicht der dicke Hubert. Ha, und vom dickbäuchigen Olli muss ich gar nicht erst anfangen. Wo ich die gerne mal treffen würde, die Jungs. Und die springen hier rum. Aber wollen einfach nicht an diese Köder gehen. Und an der Grundroute ist auch still. Ist ein bisschen schade. Ich vielleicht auch nochmal neu ausbringen müssen. Mach mal gleich mal. Damit wir nicht zu viel Zeit verschwenden ohne Fisch. Das wollen wir nicht. So, machen wir einen Dike frisch. Ich kann ja noch mal ein bisschen weiter nach rechts werfen. So Richtung Pose, so ein bisschen. Da war auf jeden Fall auch noch Kraut. Ordentlich Kraut. Ich frag mich halt, was das an der Pose ist, warum die da nicht wirklich rangehen. Jetzt. Nein, nicht jetzt. Doch, jetzt. So. Ja. Okay, was haben wir da jetzt von kleinen Kollegen? Hat ja lang genug gedauert. Wahrscheinlich wieder Rotauge. Oder sowas. Ja. Yep. Wieder ein kleines Rotauge. Ja klar, da ist der Haken vielleicht schon zu groß für so ein kleines Rotauge. Das mag sein. Ui, hatte ich da gerade einen Hänger? Sah so aus. So, ich will nur mal kurz die Grundroute nehmen, weil ich glaube, ich hatte... Ja, die Schnurspannung. Gut. Dann könnte ich mir mal die andere Route... Was könnte man uns hier mal fertig machen? Ich wäre ja für Jigkopf 2.0 inklusive... Chat. Oh. Ist da etwa schon wieder was dran? Könnte sein. Muss nicht. Ich will es jetzt auch nicht rausholen. Und dann ist er wieder ab. Ui. Aber an der Posenrute. Da sind sie. Da sind sie wieder. Das könnte... Nee, ich dachte gerade im ersten Moment, das könnte wieder ein besserer Barsch sein, aber... Ist ein Barsch? 28er. Naja, gut. Immerhin. Immerhin. Da hinten bei den Steinen sitzen die wohl. Haben wir da natürlich auch nochmal hin. V
wertvolles Produkt. Ich gebe natürlich nicht so viel XP. Wenn wir jetzt was Großes fangen würden, könnte man mit einem Schlag vielleicht sogar aufsteigen. Das wäre natürlich cool. Wäre echt geil. So. Oh. Immer wenn ich gerade die Spinnrute raushole, aber das ist mir egal. Biss ist Biss. Was ist das denn? Wie? Och nö, ich denke, es hat doch schön geklingelt. Das hat doch wunderschön geklingelt. Warum war der Fisch jetzt nicht da? Wieso? Sag mal, tut das no, dass das Bombett so laut ist? Nee, ja, Meister. Na gut. Vielleicht ja jetzt. Nein, Anker ausgehoben. Vielleicht ja jetzt der Versuch, mit unser Combat Loki mal wieder was zu fangen. Wenigstens erstmal zum Auswurf kommen. Das wäre ja schon mal sehr empfehlenswert. Und sehe ich das richtig, dass da unsere Pose liegt da irgendwie ein bisschen blöd, oder? Ja. Ich glaube, da sollte ich mal rangehen. Tauschen wir mal schnell. Ja, die hing nämlich, das gute Stück. Dann kann es nicht funktionieren. So wie ist klar. Ach, ich hätte halt gerne noch was Schönes mit der Spinnrute. Ja! Das gibt's doch nicht auf Ansage! Das könnte ein Hecht sein, ja. Kein Riese. Aber vielleicht wieder so 60, 70, ja. Wäre möglich. Ja! Ja, da habe ich doch gut geschätzt. Aber ein dicker Bruder ist jetzt allemal. Schön. Du gibst auch nicht sonderlich viel XP, aber ein bisschen was. Na, auf Ansage. Ui. Jetzt aber, komm. Och Leute, das kann doch nicht zu früh gewesen sein. Das hat ja schon so schön vibriert im Controller. Och Menno. Scheiße. Das ärgert mich. Aber hier die Ecke scheint gut zu sein. Jetzt würde es da nicht so oft klingeln. Schade, schade, sage ich nur. So, und zackeli zack. Na, probieren wir das doch gleich nochmal. Schön auf den kleinen Gummifisch ist er raufgegangen. Aber unsere Pose ist ein bisschen fehl am Platze. Vielleicht werde ich die nochmal umpositionieren. Das mache ich jetzt nochmal. So. Einfach nur ein paar Mal ziehen. Ah, da haben wir ja schon wieder einen Hänger. Ja, mich wundert hier fast gar nicht mehr. Oh, da war... Na, da ist doch aber was. Guckt euch das doch mal an. Da muss doch was an der Grundroute sein. Wie das Ding wackelt. Aber klingen tut sie nicht. Ich meine, die Spitze ist jetzt auch... Ich habe ja keine weiche Spitze mehr gehabt für die Grundrute. Glaube ich mittel. Hart auf jeden Fall nicht, aber... Jawohl.
So lobe ich mir das. Und da ist der kleine Bruder. Brudernase vielleicht? Brudernase. Klein, aber fein. Jetzt will ich aber mal was ausprobieren. Ich will es nur mal probieren. Es kann ja sein, dass hier Kollegin Dickschleie lebt und die sich hier auch auf Grund melden würde. Ich meine, probieren geht über studieren, wir wissen das alle. Pose treibt langsam, aber stetig nach vorne. Kann natürlich auch sein, da hängt jetzt irgendwas dran. Vielleicht sollte ich die mal reinholen nochmal. Es kann wirklich sein, dass da... dass man vielleicht uns Moos oder irgendwas jetzt da dran hängt, das weiß ich nicht. Dann fangen wir natürlich hier gar nichts mehr. Ja, natürlich. Eine Muschel. Eine Muschel. Hau ich das Ding nochmal schön hier rinder. So, und die Zeit des letzten Fisches ist schon wieder angebrochen. Meine Güte, das ging ja wieder ultra schnell rum hier. Viele verschiedene Fischchen, aber wieder kein richtig dicker. Kein richtig dickes Exemplar, leider. Da ist der Hecht noch der Beste. Über den Barsch freue ich mich. Weil wir da in den Gewässern hier unseren persönlichen Rekord geknackt haben. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und die Nase haben wir ja auch unseren Rekord gebrochen. War fast genauso groß wie der Barsch. Also ein schönes Exemplar. Wenn Fräulein Schleier hier ist, dann sollte sie zu diesem Köder nicht Nein sagen. Aber das weiß ich nicht. Wie gesagt, immer Tipps in die Kommentare rein. Dann kann ich die beim nächsten Aufnehmen berücksichtigen. Ich produziere nicht unendlich viele Parts vor. Deswegen ist es immer ganz gut möglich. Ah! Das könnte jetzt auch ein Barsch sein. Oder ein kleiner Schniepelhecht. Ne, ist ein Barsch. Leute, der Größte! Der größte von allen, 32 cm. Ach, das ist doch was. Ich freue mich auf jeden Fall über dieses Exemplar hier. Der Hund, der wiegt ja fast 3/4 Kilo, du. Das ist schon eine kleine Milchpackung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, immer in die Kommentare mit irgendwelchen schönen kleinen Tipps. Ich wünsche euch was. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Affenkönig. Ciao.